Unter dem Motto »Wissen, was läuft« öffnete die Hochschule Reutlingen am diesjährigen Tag der offenen Tür ihre Pforten. Geboten wurde ein vielseitiges Programm mit Laborführungen und Rundgängen sowie Studienfachberatungen. Auch wir haben uns auf das Campusgelände begeben und uns für Sie einmal umgeschaut. Zum Tag der offenen Tür legten sich unter anderem die Cheerleader der ESB Business School richtig ins Zeug und sorgten für Stimmung auf dem Campus. Im Innenbereich stellten sie dann ihre Studienfächer und Projekte genauer vor. Die Fakultäten ESB Business School und Informatik konnten in diesem Jahr beim Hochschulranking der Wirtschaftswoche erneut eine Spitzenposition erreichen. Beide haben wieder sehr gut abgeschnitten im Ranking. Anfang der Woche war auch das CHE-Ranking, wo auch unsere BWL-Studiengänge gut abgeschnitten haben. Da war es Texoversum, die Fakultät Textil, die ESB Business School und auch nochmal die Wirtschaftsinformatik. Über die modernen Forschungsmethoden und Praktiken konnten sich die Besucher am Tag der offenen Tür nahezu überall informieren. Und das Angebot wurde genutzt. Also natürlich richten wir uns auch gezielt immer an Schülerinnen und Schülern, aber der Tag der offenen Tür soll natürlich auch dazu dienen, dass jetzt Reutlinger oder Leute aus der Umgebung sich hier den Campus anschauen können. Es soll also ein Tag der offenen Tür für alle sein. In Gebäude 9 beispielsweise präsentierte die Fakultät Informatik an verschiedenen Ständen ihre Studienfächer. Am METI-Stand, an der sich der Studiengang Medizinisch-Technische Informatik präsentierte, stellten die Studenten alte Technik neuer Technik gegenüber. Hier zeigten die Informatiker, wie ein OP der Zukunft aussehen kann. Doch warum braucht es in der Informatik überhaupt einen OP? Und tatsächlich ist es so, dass ganz viele Themen, die in der Medizin gerade virulent sind, ja, Patienten, individuelle Versorgung, minimalinvasive Eingriffe mit weniger Schaden für den Patienten, wirklich nur noch machbar sind, wenn wir Informatik dabei haben. Ziel sei es, dass im OP-Saal erkannt wird, was in einer jeweiligen Situation benötigt werden könnte, um die Mediziner dann optimal zu unterstützen. Einfache Dinge, in einer halben Stunde sind wir fertig, könnten die nächsten Patienten geholt werden. Oder auch, wir stellen fest, hier gab es eine Komplikation, wie kommen wir hier am besten raus? Ja, und dann vielleicht Vorschläge machen, wie haben andere das Problem schon mal gelöst. An diesem Knochenmodell wurde simuliert, wie eine Augmented Reality beim Behandeln von Knochenbrüchen helfen kann, um so auf unnötig viele Röntgenstrahlen beim Operieren zu verzichten. Ebenfalls spannend war auch das IP-Plane-Projekt des Technikstudiengangs International Project Engineering. Aktuell bauen 22 Studenten im sechsten Semester ein PITS Model 12 Flugzeug nach einem amerikanischen Baukit. Das Stuntflugzeug soll später bis zu 6G aushalten können. Seit circa 2,5 Jahren wird daran gebaut, genau an diesem Modell. Vorher hatten wir noch ein anderes Flugzeug, das wir jetzt letztes Jahr erfolgreich verkaufen konnten. Das Geld kommt dann wieder bei uns zugute, dass wir dieses Semester weiterbauen können. Was wir dieses Semester alles machen, ist wirklich vielseitig. Wir haben bei uns im Projekt unter anderem additive Fertigung, das heißt 3D-Druckverfahren haben wir drin, Holzverarbeitung, aber auch Metallverarbeitung. Auch natürlich einen Motor zu verstehen, wie kommt der Flieger überhaupt in die Luft, das müssen wir natürlich auch mit analysieren. Innerhalb der nächsten 5 Jahre soll das Flugzeug fertig sein. Bis dahin wird das Projekt immer an den nächsten Jahrgang übergeben. Auch weitere Fakultäten präsentierten ihre Studiengänge auf verschiedene Art und Weise und boten interessante Einblicke in den Studienalltag an der Hochschule Reutlingen.